Hallo, jetzt kommen die Jungs, die bald so berühmt sind, bin. Hallo, jetzt kommen die Jungs, die bald so berühmt sind, wie ich auf dem Kiez. Euer Negerkalle. Hallo, jetzt kommen die Jungs, die bald so berühmt sind, wie ich auf dem Kiez. Ciao, euer Negerkalle. Weiß ich nicht, das ist ein ganz berühmtes Intro. Ja, 5 Sterne Deluxe. Da steht er in einem weißen S-Klasse Mercedes in der Tiefgarage, fährt vor, macht die Scheibe runter und so. Jetzt kommen die Jungs, die bald so berühmt sind wie ich auf dem Kiez. Herzlich willkommen bei TwinTV, eurer Hi Kids Show auf YouTube. Was ist unser heutiges Thema? Selfies. Was sind Selfies? Selfies sind Selbstporträts von sich auf dem Handy, oder nicht? Ja, weiß ich nicht. Also, Selfies? Ja, die werden. Genau. Machst du oft Selfies? Nö, gar nicht. Ich habe Instagram übrigens, alles in der Infobox. Instagram oder Instagram? Instagram. Okay. Aber ich glaube, dass die. Hallo, Unterbrechung? Dann sag dann, ich glaube, ich liege, ich sag gar nicht, ja nichts mehr. Darf ich auch sprechen? Ich sag dann gar nichts. Ist es auch in meinem Etat, dass ich was sagen darf? Ich sag nichts mehr. Gut, du darfst wirklich nicht mehr. Kriegst du unterschrieben, dass du nie mehr was sagst? Unterschrieben, guck mal hier. Aber ich habe mal bei deinem Instagram geguckt, da sind auch ein paar Selfies, wo du dann so machst. Ja klar, muss sein, hab ich schon gesagt. Wieso muss das denn sein? Weil die Mädels angelockt werden müssen. Wer? Die Mädels. Sag ihnen das. Weil die Mädels kommen müssen. Und dann liken. Immer schön liken. Weil Likes sind die Währung der Jugend. Ist die Währung der Jugend heutzutage, oder? Leider ja. Da wir euch natürlich mit Informationen versorgen wollen, haben wir natürlich auch die Top 5 der beliebtesten und meist geschossenen Selfies für euch zusammengefasst. Die werden jetzt nach dem Intro abgespult. Nacheinander, lieblos. Bitteschön. Ich fange an mit dem, ich bin gerade aufgewacht, Selfie. Soll süß wirken, soll verspielt wirken. Die ganzen Selfies, die nach dem Motto, ich bin gerade aufgestanden, sind immer von Mädels, die dann perfekt aussehen und schon geschminkt sind und die Haare aufgelegt haben. Also gar nicht so verschlafen, wie die Weiber sonst immer aussehen, wenn sie aufstehen. Nämlich genauso versifft wie Tüte. Wie findest du denn, ich bin gerade aufgestanden, Selfie? Kann süß sein. Wenn so eine Barafaeli das macht, dann möchte ich natürlich sagen, ich wäre gerne neben dir aufgewacht. Kommen wir zum zweiten. Nummer zwei ist, ich schlafe, besitze aber magische Kräfte, um darzustellen. Falsch, ich wusste, dass das. Lass mich das doch lesen. Ich kann das. Ich schlafe, besitze aber magische Kräfte, um trotzdem ein Foto von meiner Fresse zu machen, Selfie. Hat doch Miley Cyrus schlafendes Gesicht. Ihr wisst, ich bin ein sehr harter Fan von Miley Cyrus. Hi Miley. Genau, sag doch mal bitte. Hallo Miley. Dass sie, wir fragen, wie es dir geht und so. Okay, dann Sauerkraut und goodbye. Yes, you know me. I'm Benjamin from Facebook, and we chat. And now we have the show because Instagram and selfies. And I see your picture, which you do a selfie of you while you asleep. And that is magical, sweet. Okay. Wie geht sowas vonstatten? Man schläft? Nee, man macht die Augen zu. Ist ja eben nicht so. Die Leute schlafen ja gar nicht, sondern die sind natürlich wach, denn irgendjemand muss das Foto ja schießen. Vielleicht auch so dein Schatzi, das daneben liegt. Nee, mein, das ist doch kein Schatzi. Heute übernachtet mein Schatzi zum ersten Mal bei mir. Aufgeregt. Boah, dein Augenlid ist gerade total runter. Das ist ganz unten, auf, wie so auf wie Karl Dall. So, der dritte Punkt ist das sogenannte Duckface-Selfie. Legendär. Ist legendär, aber nicht mit, ist das nicht mittlerweile out? Dann müsste ja Waititi nächstes Jahr ein Video darüber machen, ne? Die haben einen Anti-Duckface-Tag. So weit bin ich informiert. Ja. Die haben auch ein Buch rausgebracht, was YOLO heißt. Und die sind nominiert bei der Krone. Wir haben letztens in der Bahn ein Mädchen gesehen. Ich schätze mal um die 13, also Dennis Beuteschema, deswegen hat Dennis auch hingeguckt. Und hat was ist denn mein Beuteschema? Kennen wir doch mittlerweile, oder? Sie hat ihr Handy so, also guck mal, die langen Haare natürlich so. Und so gemacht. Ich glaube, sie hat ihre noch nicht vorhandenen Brüste ein bisschen gequetscht. Ja, wir haben im ersten Take darüber gesprochen, dass Dennis ja auch Duckface es gemacht hat. Oder mittlerweile gemacht hat, nicht mehr, weil es auch einfach nicht mehr ankommt. Auf Netlock. Aber er war auf dem berühmt-berüchtigten Profil von Netlock auch vertreten. Netlock Models, kennt ihr Netlock Models, genau, kennt ihr. Ich sag nur eins, Pali, lange Haare,
T-Shirts, die also einen Stoff hatten wie Latex. Brillis vorne drauf. T-Shirts, Stoff hatten wie Latex? Und hinten eine Matte wie Wolle Petri. Ach so, apropos Matte. Hier ein Foto von Bennys Haaren. Hier ein Foto von Dennis. Hier ein Foto von dir. Und hier noch ein Foto von dir. Noch eins von dir. Und noch eins von dir. Das wird ein schöner Schnitt für dich. Noch eins. Unsere Generation ist die Generation, die damit angefangen hat. Können wir stolz auf sein. Andere haben den Krieg beendet, wir haben den Duckface-Smiley erfunden. Ja, ich bin eine Hure-Selfie. Den kennt jeder. Kenn ich auch. Hat das deine Freundin dir auch mal gemacht? Oh, ich wollte gerade nur was zu dir sagen. Hast du gerade meine Ex-Freundin Hure genannt? Nein. Die gucke ich ja gerne, ne? Sind bei Instagram bei dir viele, ich bin eine Hure? Wie, ich folge ja keinem. Ach, der Herr folgt niemandem. Gigantic Hure. Du hast das vergessen. Falsch. Wieder falsch. The I am. Falsch! The I am! Falsch! The I'm a gigantic whore selfie. Der unscharf selfie. Das ist immer von Leuten, die Selfies machen, deren Handy noch per WAP ins Internet geht. Also der unscharf selfie ist auch einer, den ich immer anwende, weil ich einfach ein Handy habe, das ungefähr, das eigentlich von 2013 ist. Aber, Das ist doch nicht von 2013. Na klar, das habe ich ja von... Das ist so ein Mittelscheiß-Handy, was ich mir niemals kaufen würde. Ja. Da kannst du auch eine Fernbedienung umprogrammieren. Darf ich dein Handy mal sehen? Ja, gern. Habe ich jetzt nicht da, aber kannst du... Der Unscharf-Selfie ist ein Selfie, da ist alles unscharf, weil man entweder zu doof ist, einen Fokus zu stellen oder man... Auch mal in die Gesamtkamera gucken, ne? Ich gucke in die Kamera, wie ich will. Ich bin der Profi. Nee. Ich bin der Pilava unter uns. Ja, herzlichen Glückwunsch. So, wir haben die ganzen Selfie-Typen abgedeckt. Da können wir schön für den Titel nehmen, die Top 5. Das wird immer gut geklickt. Hoffe ich doch jedenfalls. Und ich würde sagen, wir gehen zum letzten Schluck. Da habe ich Bock drauf. Die Kommentarfrage für dieses Video lautet, wie heißt die auf Instagram? Eure Instagram-Profile. Nicknamen heißt es heutzutage in der Cyberwelt. Eure Nicknamen. Großen, weiten Cyberspace. Ja, und wenn ihr Glück habt, folge ich euch. Boah, stark diesmal. Tschüss. Trink mal vorhin, mich alleine weiter. We'll be right back.